Party People, es ist soweit. Wir werden heute das große Boot bauen. Yes, yes, ja. Wir haben die Ketten nach Hause gebracht. Ich bin der Meinung, wir hatten schon mal Ketten. Aber unsere Kisten sprechen dagegen. Weiß auch nicht so richtig, wo wir die reinmachen sollen. Mach die jetzt einfach mal hier. Hier haben wir auch Nägel drin. Genau. Das bedeutet, wir brauchen jetzt auch besagte Nägel. Wir brauchen auch das gute Holz, ne? Edelholz. 40. Holy. Okay. Edelholz 40. Rinde. Glaub auch 40. Und 10 Hirschfell. Hirsch. Freunde, und dann ist es soweit. Scheiße. Wir brauchen irgendwie einen Platz, wo wir es nicht komplett gleich kentern lassen. Wo es nicht auf Land läuft. Ich hoffe ja, dass es nicht so tief ist. Hier so. Ah, das klang nicht gut. Das ist ja riesig, Alter. Holy shit. Ich glaube, da passiert nichts. Wir sind auf Land. Na doch, jetzt. Holy smack. Holy shit, das ist schnell. Holy shit, das ist schnell, Freunde. Holy shit, das ist schnell. Okay, ist natürlich jetzt ein bisschen kaputt gegangen. Aber ich denke mal, davon wird es jetzt nicht komplett Schrott sein. Und das Gute ist, wir können es ja jetzt gleich bei uns, sobald wir in der Nähe unserer Insel sind, können wir es ja direkt ein bisschen reparieren. So viel Tiefgang hat es nicht, deswegen hat es mich gewundert, dass wir da auf Land gelaufen sind. Wir schaffen es, Freunde, wir schaffen es. Ja, da kommt eine große Welle, dadurch können wir uns ein Stück vorbewegen. Wir kriegen es hin. Ja, ansonsten steigen wir aus und schieben. Deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen einen Steg bauen. Ihr habt gesagt, der Steg daneben würde scheiße aussehen. Deswegen habe ich ihn nicht gebaut.
Ja, dann müssen wir aber erst noch lernen, wie wir das Boot steuern. Also es ist dann doch schon ein bisschen was anderes als unsere kleine Nussschale, die wir da hatten. Holy shit, Alter. Mir wird der Radius nicht angezeigt, in welchem? Fuck. Fuck. Okay. Bisschen Holz. So, dann können wir uns da eine Werkbank erstmal hinstellen. Wir hatten ja hier immer mal eine Werkbank stehen, die haben wir ja weggemacht, weil aus Gründen halt. Bienen sind glücklich, dann sind wir auch glücklich. So, und wir haben jetzt da eine Werkbank, was bedeutet, wir können jetzt hier Werkbanken. So, guck mal. Zack, zack, beide repariert. Nice. Was ich mir angucken wollte. Storage. Oh. Oh, nice, ja, das ist mal ein Unterschied. Guck mal. Das ist genug für ein Portal, ne? Ja. Naja, und Holz für eine Werkbank brauchen wir. So, dann würde ich sagen, wagen wir jetzt die Überfahrt. Wir sind ein bisschen schlecht vorbereitet, aber wir brauchen auch nicht viel Vorbereitung, denn wir wollen ja nur... Wir wollen ja nur ein Portal bauen. Sich das in den Wind rein. Holy smoly. Leute, ich hoffe, dass das wirklich so schnell abgeht, wie ich denke, wie es abgeht. Also wir fliegen ja quasi. Wir fliegen! Ist das krass? Das ist ein Steinkreis. Das ist so krass, wir müssten mal die Zeit messen. Ich glaube, für die Überfahrt so haben wir immer ungefähr 20 Minuten gebraucht. Ich würde sagen, wir schaffen es jetzt locker an der Hälfte der Zeit. Ich weiß übrigens nicht, wie das mit dem Wind funktioniert, weil wir haben, genau wenn der Wind von hinten kommt, da ist nämlich auch der Bereich dunkel. Meine Frage ist jetzt, ist es besser, wenn der Wind von der Seite kommt?
kann ich mir fast nicht vorstellen, ne? Übrigens mein Tipp, wenn ihr eine längere Überfahrt habt, man hat so diese Angewohnheit von, wenn man sieht, Nahrung geht wieder ein bisschen runter oder eins blinkt, dass man immer nachfüttert. Macht es nicht, weil auf dem Schiff, who cares? Wofür brauchst du hier Ausdauer? Weißt du, wie ich meine? Ich versuche mir das auch anzugewöhnen, dass ich, wenn wir mit einem Schiff unterwegs sind, ich lasse das einfach blinken und dann haben wir halt so wenig Leben. Aber was passiert dann? Und sobald wir an Land kommen, also sobald wir in die Nähe von Land kommen, ab da kloppe ich mir dann wieder ein bisschen Nahrung rein. So dass, sobald ich da bin, meine Leben wieder relativ gefüllt sind, ich wieder gut Ausdauer habe. Weil ansonsten bei längeren Überfahrten hast du das Problem, dass du das ist doch Sumpf. Nee, ist dunkler Wald. Bei längeren Überfahrten hast du das Problem, dass du quasi ankommst und hast dann keine Nahrung mehr. Ja? Und auf dem, wie gesagt, auf dem Wasser brauchst du die Scheiße gar nicht. Ihr seht es nicht, aber Flachbildschirme und so, ich brauche auch nicht mehr Flachbildschirme sagen. Die meisten von euch wissen ja, es gibt ja glaube ich gar keine anderen Bildschirme mehr. Die haben ja so eine Hintergrundbeleuchtung, so LEDs, und bei mir, der Monitor ist halt super alt, super kaputt, war ein Ausstellungsstück. Das heißt, der lief sowieso schon Tag und Nacht. Weil damals musste ich sparen, als ich den gekauft habe. Jedenfalls, lange Rede, wenig Sinn. Die LEDs sind runtergefallen. Im Monitor. Die hängen in meinem Bild. Und beleuchten halt so Punkte. Und es sieht manchmal aus jetzt gerade, wie als wenn da so ein Bogen, so ein Lichtbogen in den Wolken bei Valheim wäre. Aber immer wenn ich rüber gucke zu euch, ihr seid ja da drüben, dann sehe ich, das ist da nicht. Und dann fällt mir ein, ach ja, fuck. Und werde daran erinnert, dass mein Monitor Schrott ist. Wir driften ein bisschen ab. Weil wie gesagt, das Boot legt sich ganz schön in den Wind hier. Aber das ist kein Problem. Wir können auch da an der Küste irgendwo das Teil bauen. Wir haben genügend Nahrungsmittel bei. Wir haben zwar nicht unsere Nachtsichtbrille bei, aber das ist egal. Wir wollen ja sowieso eigentlich nur kurz rüber. Und ich sehe gar nichts, ne? Wenn hier ein Stein mitten im Meer ist, ich sehe nichts. Ja, nur kurz rüber und ein Portal bauen. Schade, wir haben auch keine Fackel bei. Es gibt übrigens so Mods, die diesen Sichtkegel vergrößern. Je nachdem, was man macht, umso höher gelegen du bist, umso größer ist der Sichtkegel. Wenn du auf einem Schiff auf dem Ozean unterwegs bist, dann ist das deutlich größer. Halt so, wie es realistisch wäre. Der Wind dreht ein bisschen. Gut, dann können wir mitdrehen. Dann kommen wir wieder auf Kurs. Nice. Ne? Weil eigentlich sieht man ja viel, viel weiter als das, was uns das Spiel gibt. Mittlerweile, ich beobachte die ganzen Mods und so. So eine Sachen wie diesen Sichtbereich und so, sowas finde ich eigentlich schon cool, weil ich find's ein bisschen schade. Überleg mal, wie viel wir es schon erkundet haben und man... dieser Sichtbereich ist halt... Der Sichtkegel ist auch kleiner, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Wald unterwegs ist. Ja?
halt wie es Sinn macht. Im Wald kannst du weniger weit sehen und so. Auf den offenen Flächen ist es größer und so. Ich werde mal gucken, ich werde mir das mal nochmal genauer anschauen. Das ist eine Mod, die für mich das Spiel nicht kaputt macht, sondern einfach sinnvoll erweitert. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So eine Sichtkegel-Mod. Ich glaube, die heißt irgendwie Pathfinder. Also Pfadfinder, ne? Macht Sinn. Holy shit. Ich glaube, das ist der nebligste Nebel, den wir jemals hatten. Wir müssen aufpassen. Aber hier scheint wieder der Nebel weg zu sein. In Küstennähe. Wir müssen jetzt ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich würde am liebsten hier so bauen. Ja, ich glaube, hier war dieses Zombie-Dorf. Das Gute ist, ja, ich will halt auf jeden Fall auf Grasland. Da haben wir weniger Probleme. Denke ich. Puh, Freunde, ich sehe wirklich gar nichts, ne? Wir müssen aufpassen, gerade in Küstennähe könnten natürlich Steine im Wasser sein. Ich sehe nicht mal die Küste. Wir sind direkt an der Küste. Das ist nicht gut, Freunde. Oh, jetzt sehe ich... Ja, oh, 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 oh. Jetzt sehe ich's. Nope. Das ist ein großes, großes Nope. Aufpassen. Ist das Dorf der Verdammten? Leute. Überleg fast, das Dorf zu nutzen. Leiter ist auf der Seite, ist natürlich ganz bescheuert. Mal gucken, ob wir irgendwie drehen können. Boah, das ist kacke, weil man nichts sieht, ey. Okay, er speichert. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil ich glaube, wir laufen gleich auf Land.
Punktlandung, würde ich sagen. Übrigens so ein Gebilde. Ja, wir müssen die Spawner weghauen. Holy Smackaroni, ein Elite-Droger. Warum denn auch nicht? Oh shit. Oh, das ist nicht gut. Ich muss mich kurz erholen, Freunde. Ich meine, wir könnten natürlich das Teil auch irgendwie nutzen, um schön Eingeweide Innereien heißt es. Innereien zu farmen. Orga-Trophäe. Ich weiß nicht, ob ich den. Kann ich den blocken? Zweifache Innereien gibt er. Okay, cool. Hier haben wir es weg. Hier sind nur Bienen. Okay. Oh shit. Hätten wir ja schon mal reingeguckt. Ich will nur jetzt sicherstellen, dass wir überall die Spawner raus haben. Haben wir sogar noch eine Fackel? Nice. Ein paar Pfeile. Ja. Ich meine, wir könnten eine Werkbank einfach in das große Gebäude stellen. Und das quasi ein bisschen aufbauen wieder. Oder in eins der kleineren Gebäude. Ich überlege gerade. Dann guck mal, hier ist sogar schon ein Bett drinne. Ist doch eigentlich perfekt. Okay, ja, machen wir es so.
Wir fangen an mit, wir gehen kurz einen Baum fällen. Gleich genügend Holz, um eine Werkbank zu bauen. Und ja, ich weiß, wir haben noch ein bisschen Holz in unserem Schlitten, in unserem Boot. Aber wenn wir gleich hier ein bisschen was haben, warum nicht mitnehmen, ha? Ha? Warum ich hier mich jetzt für das Dorf entschieden habe, ist erstens haben wir hier den Sumpf gleich, zweitens haben wir hier die Plains gleich und wir haben einen Dunkelwald. Das könnte sein, dass wir einfach das Dorf mal irgendwann abreißen und neu aufbauen. Was ich sagen wollte, es gibt... manchmal in so Dörfern, da gibt's so einen Maibaum. Wenn ihr sowas findet, nicht abreißen, baut um diesen Maibaum am besten euer Dorf. Ganz ehrlich. Der gibt richtig gut Bonus. So. Pass auf. Dann reparieren wir jetzt, was wir reparieren müssen. Ich hab vergessen, dass Reparieren auch Ausdauer kostet. Ne, der Sinn ist natürlich, dass wir uns jetzt auch so ein bisschen das Hausbauen sparen. Geht alles ein bisschen schneller. Und ist ja sowieso im Endeffekt nur der Ort für unser Portal. So. Hier haben wir das. Mal gucken, ob wir da... ob wir da, ich glaube, das Bett können wir nicht nutzen, das wird mir nicht mal angezeigt. Überlegt, hier können wir ein Bett hinmachen. Da kommt das Portal hin. Portalsachen haben wir nicht einstecken, ne? Ne. Aber die sind auf dem Boot. So, hier kommt eine Tür rein. Ich überlege, machen wir hier ein Feuer rein oder nicht? Eher so nicht, glaube ich. So, warte. Ich weiß, Handy, Folge ist vorbei, aber ich habe euch gesagt, in dieser Folge bauen wir das Portal, deswegen in dieser Folge bauen wir das Portal.
die Sachen können wir schon mal da einlagern. Wackel schön. So. Brutal. Überleg halt. Wir könnten das so hier stellen. Ich überleg wegen dem Feuer, weißt du? Wenn wir Feuer hier auf dieser Platte machen. Es geht halt darum, dass wir uns auch so ein bisschen einen Ausgeruht-Bonus sichern können. Fehlen uns ein paar Steine. Okay. Bett dahin. Portalkennung. Zombie-Dorf. Yes. Oh, Zombie-Dorf. Okay, komm, dann holen wir uns hier kurz noch einen Stein. Ah, hier liegen genügend rum, glaube ich. Wie viel brauchen wir dafür? 5. Alright. So, mehr als genug. Wenn wir was bauen, dann bauen wir es halt richtig, ne? Freunde? Wir sind ja keine Anfänger. Nice. Ne? Dann haben wir hier auch den Rund-Bonus und das Portal ist nicht verbunden. Die Ecke ist da oben, das heißt, wir kommen immer so raus. Nice. Das kann zu. Werkbank können wir ins Haus stellen. Ich weiß gar nicht, brauchen wir mal eine? Egal, was wir haben, haben wir. Dann können wir hier auch notfalls mal so Kleinigkeiten reparieren. Genau. Super! Freunde! Wir haben das Portal gebaut. Wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Valheim. Valheim heißt das Game. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Wenn ja, du weißt Bescheid. Hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye bye.